Digital voll dabei? Was das bedeutet, zeigen heute 140 Kinder und Jugendliche hier in der Telekom-Hauptzentrale auf dem Summit for Kids von Teach Today. Da wird nicht nur diskutiert, wie denn sichere Mediennutzung heutzutage aussehen sollte, sondern auch, was es heißt, Verantwortung im Netz zu übernehmen. Also ich denke schon darüber nach, weil es kann ja auch jemanden verletzen dabei und deswegen wäre es besser, wenn man nachdenkt darüber. Dazu präsentieren die Kinder auch noch Performances passend zum Thema. Die werden gerade hinter mir auf der Bühne geprobt und später werden sie dann auch noch moderativ unterstützt von Tim Schreder. Das ist aber nicht das Einzige, was hier zu sehen sein wird, denn es gibt auch noch Workshops, wo die Kinder auch mal ihre Finger an Technik legen dürfen oder sich einen Durchblick verschaffen können, und zwar mit selbstgebastelten VR-Brillen. Das Besondere hier beim Summit ist, dass sich die meisten Kinder auch schon im Vorhinein mit dem Thema Verantwortung im Netz auseinandergesetzt haben. Denn hier findet auch das Finale des Teach Today Wettbewerbs 2018 statt. Der steht unter dem Motto Medien, aber sicher. 6 engagierte Projektteams aus ganz Deutschland haben sich dafür qualifiziert und stellen sich der Jury. Was hat dir hier heute am besten gefallen? Also zu sehen, was andere Kinder aus anderen Städten auch so denken und so machen. Vor allen Dingen fand ich toll, dass es so facettenreich war und so unterschiedlich. Also alle Beiträge haben einen anderen Aspekt beleuchtet. Also allein diese Atmosphäre von den Schülerinnen und Schülern, auch super tolle Veranstaltung, bin total begeistert. Der Summit for Kids, ein großartiger Gipfel war es mit einem immer wichtiger werdenden Thema, Verantwortung im Netz. Und ob groß oder ob klein, das geht uns doch alle was an, oder?